Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniWP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir ein bisschen die Welt hier um uns herum erkundet, haben derb aufs Maul bekommen, haben keine Heil-Items mehr, wir sind sozusagen hier ein bisschen im A. Und ja, warum habe ich jetzt nur vier, was? Die laden sich also im Kampf auf oder? Ich habe keine Ahnung. Wir sind übrigens immer noch Level 6, wir müssen stärker werden. Und ja, wir müssen irgendwie hier reinkommen. Die haben natürlich alles voll versperrt, also ja. ちょうどいいタイミングだったな。レディレイクにようこそ。 Hallo. Hallo. Okay, dann mal rein. Wir brauchen ein paar Heilgegenstände, aber wir haben ja kein Geld, also wir sind echt gestrandet in dieser Welt. Wir hätten das Messer verkaufen können für 1000 Gold, aber lass mal das lieber. Vor allem, es gehört ja nicht mal uns. Ich verkaufe nicht Alishas Messer hier, hallo. Das hier sieht echt aus wie Laurent auf den ersten Blick. Von Xillia. ここがレディレイクの都か。なるほど。人間の街はこんな感じなのか。ちょっと圧倒されるな。太陽な。さて、僕たちは観光に来たわけじゃない。まずはアリーシャを探すべきか。それとも狐男からか。とりあえず街を回ってみようと思うんだ。情報を集めてね。了解。Machen wir das. Ohne Geld, ohne gar nichts. Wir können uns auch erst die Stadt ansehen. Wieso haben sie so groß gemacht? Wir werden ja ewig brauchen, um uns zurechtzufinden. Wir werden uns damit abfinden müssen, wenn wir etwas herausfinden wollen. Ja. Schon wieder in einer Ecke hier vorbeigelaufen. Ich habe gehört, dass die Prinzessin soll vermisst worden sein, aber stimmt wohl eher nicht. So, Geld, Geld, Geld. Apfelgummi. Okay, das ist auch gut. Wir haben keine Apfelgummis übrigens. Wegen den Kämpfen bin ich hier voll geheilt? Nein. Ah. So, warum ist hier orange? Ach ne, orange bedeutet von da so weit kommen, ne? Wohl bei Geflüster. Ich habe Prinzessin Alicia gerade im adeligen Viertel gesehen. Okay. Das ist schon mal gut. Falsche Karte, die hier. Vor den Aquädukt. Gasthaus der Shaorun. Viel Leben in der Hauptstadt. Es gab schon lange nicht mehr so viel Leben in der Hauptstadt. Ja, gehen wir mal im Gasthaus. Wo wir uns das wahrscheinlich nicht leisten können. Es geht? Nein? Okay. Okay, gucken wir mal, wie viel das kostet. Das wurde, glaube ich, geplant, dass wir noch kein Geld bekommen, ne? Sonst hätten wir ja nicht die Wahl gehabt, hier Sachen zu verkaufen. Ich stelle mir schon vor, dazu geplant, dass wir jetzt noch kein Geld bekommen. Wir pennen einfach, hier merkt niemand. War doch was. Da war mit Cleo. Ja, es wird ja schön, wenn ich eine ganze Truppe habe und mit vier Leuten hier durch die Gegend renne. In so ein Gebiet. Das wird schon ganz schön voll, habe ich das Gefühl. Aber das hat man was, das habe ich noch nicht so gesehen in der Tales of Serie. Gab es auch wahrscheinlich noch nicht. Wir haben jetzt hier ganz viele Sterne, sehe ich gerade. Aktionspunkt-Suche? Wo? Da. Das große Wasserrad von Damensee. Wunderschöne Wasserräder. だっこくや精子などにも利用しているらしい。これだけの人間が生活しているんだ。いろいろ大掛かりな仕掛けが必要なんだ。いつ頃作られたものだろう。土台は随分古い様式に見えるけど、水晶のようなけっこう。失礼。お?
Was bedeutet das überhaupt von Bosheit? Ich meine, was bedeutet das? Das sind so Helions werden oder was? Ist das Wasser jetzt Helion oder was? Vielleicht nicht überall anders erstmal hingehen. Hier ist nirgendwo ein Stern, also nehme ich mal an, das ist gut. Oh, das ist eine silberne Truhe. Nein, es gibt verschlossene Schatztruhen. Nein, das gibt es doch einfach nicht. Bernsteinstab. Okay. Ich habe meinen anderen Stab noch nicht aufgelevelt vollkommen. So, vor allem das Ding ist jetzt dann weg, was? Okay, vielleicht habe ich das so verstanden. Wenn ich hier alles voll habe, also alle Sterne ab, bekommt er dann die Fähigkeit. Also das hier. KP Wiederherstellung mal Verteidigung plus 10. Hat er dann diese Fähigkeit, wenn er alle Sterne da hat? Art Angriff, das ist doch mal ein bisschen besser. Oder wie verstehe ich das jetzt? Weil so wie ich das verstehe, die goldenen Dinger, die sind nicht fest, okay. Ich werde da schon irgendwie irgendwann durchblicken, habe ich das Gefühl. Okay. Werde ich ja sehen. Werde da schon irgendwie mit klarkommen. Aber wird sogar auf der Karte gezeigt, die Truhe, die ich nicht öffnen konnte, das ist schon mal gut. Wohin führt dieser Eingang wohl? Das werden wir nie herausfinden. Nee, sag ich dir, nie. Und da ist doch 100% der Truhe irgendwo. The heck? Warum? Explain this. Prinzessin Alicia ist also zurück, das heißt es. Es waren also bloß dumme Gerüchte, dass sie vermisst wurde. Okay, sie hat sich anscheinend ausgeschlichen oder so. Mal schauen. Sie hat ja eigentlich keinen Grund gehabt, uns es zu verheimlichen, aber sie hat auch keinen Grund gehabt, es uns zu sagen. Da ist schon wieder eine andere Truhe. Diese Schatztruhe ist verschlossen. Was soll er? Brauche ich entweder einen Dieb in der Truppe oder ein Schlüssel, nehme ich an. Okay. Danke. Eins von beiden werde ich auf jeden Fall brauchen. Warte, wo? Meine Güte, warum übersehe ich die immer so schnell? Seraphischer Arzt. Wenn du seraphischer Arzt wirkst, bist du nicht vor Gegenangriffen geschützt, aber verborgene Arzt von Feinden, die geladen werden müssen, werden dich nicht zum Taumeln bringen und halbieren die Wirkzeit deines seraphischen Arzt. Wenn du also einen Feind siehst, der einen verborgenen Arzt wird, kannst du Angriffe aushalten. Woher erkenne ich denn noch die verborgene Arzt oder seraphischer? Okay, seraphischer Arzt ist Magie. Werde ich ja schon erkennen, aber woher soll ich denn erkennen, was für Art Angriffe die benutzen? Da, wir haben wieder 4 Punkte, die können wir irgendwo reinballern. Also hier. Was anderes haben wir nicht. Und hier die Sachen lernen wir alle noch. Skabelherstellung mit raschen Ausweichen, ja. Kommt mit der Zeit nämlich an. Gut, erkunden wir den Rest der Stadt. Mehr wird, glaube ich, in dem Part nicht passieren. Erkunden wir mal einige der Sterne. Okay, wo ist das Adeligenviertel? Da. Bernsteinweste. Oh, what? Okay, der kann eine ganze Spalte dann vervollständigen. Bonusfertigkeiten. F-Bündel. F-Bündel sind Bonusfertigkeiten, die durch vertikale Anordnung aller 5 Fertigkeiten derselben Gruppe aktiviert werden. Normalerweise ergibt sich daraus ein starker Effekt für diese Fertigkeitsgruppe. Wenn zum Beispiel alle 5 Staatsfertigkeiten ausgerüstet ist, erhöht die Bonusfertigkeit jeden Wert dieser Fähigkeit um 20. Das ist doch mal geil. F-Bündel-Bonus. Warum sind das immer Silbertrophäen?
20, das ist gar nicht mal schlecht. Vor allem Mikleo kriegt irgendwie mehr auf wie Fraser. Deswegen lassen wir ihn das mal. Ich kann schon ein bisschen auf mich aufpassen, ich bin schon groß. Ich habe aber kein Geld. Das ist ein bisschen gruselig. Okay, ich gehe dann mal. Ich habe sowieso kein Geld gehabt. Den Jungen kenne ich irgendwo, ja. Aber Mama, das ist so lahm, sagt sie ja. Ist dir nicht schon gesagt, entweder du nimmst deine Schwester oder mit oder du gehst nicht zum Fest. Du willst nicht auf das Taschengeld für deine Woche verzichten. Sieht aus, als wäre irgendwie ein Kind aus irgendeinem anderen Spiel. Diese 0815 NPCs meine ich. Nicht irgendjemand Wichtiges. Das Kind ist nicht wichtig, nein. Okay. Truhe, bitte, Truhe, bitte, Truhe, bitte, Truhe. Nein. Hier sind überall, verdammt nochmal, Sackgassen und nirgendwo ist was Schönes. Ja, da ist das Gasthaus, ja, okay. Flüster, Flüster. Ich bin die ganze Zeit geflüster. So, hier haben wir einen Markt, nehme ich an. Was sieht wichtig aus? Gehen wir erstmal da rein. Was zum Teufel? Da sind wahrscheinlich nur zwei Betrunken, die sich da bekämpfen, aber für uns macht das alles so skurril. Ja, wir halten uns besser dort fern. Ja. Wieso? Wissen die, dass wir sehen, dass das keine Menschen sind? Ja, mal eine Frage, ne? So, bitte, hier muss doch was sein. Da ist was, geil. Leeren Ring. Ring zur Minderung des Schadens, nicht elementare Angriffe. Also Minderung vom Schaden. So, leeren Ring, dann haben wir schon mal. Und da ist genau das gleiche, glaube ich. Artverteidigung plus 4. Ja, du hast jetzt schon genug, hallo. Die Frage ist, ob ich das jetzt ausrüsten will oder nicht. Weil fängt halt immer wieder von Null an. Das ist so merkwürdig. Weil die Offscreen-Trainingseinheiten so nahe Ende des Spiels wären lustig. So das Gefühl. Wo komme ich denn hier jetzt überhaupt hin? Heiligtum von Damensee. Noch eine Truhe. Bitte weniger Ausrüstung und mehr Geld. Okay, Tränke des Lebens, das geht auch noch. Hier kann ich nicht hinten, ne? Aber Fuchs ist ja zurück hier untersagt. Wenn du zum Schwert ziehen hier bist, musst du dich an den Vordereingang anstellen. Oh, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Weil ich diesen Handschuh anhab, kann ich das Schwert hier rausziehen. Für die Prüfung zum Hirten, von denen Alicia gesagt hat, ne? Da wird sowas von sein. Ich wette, es liegt an dem Handschuh. Wie viel war er wetten? Okay, warte mal hier noch. Ein
Na, sieht wichtig aus. Noch kein Anzeichen von Alicia. Wenn sie ja wirklich eine Prinzessin ist, dann wird sie wahrscheinlich nicht so für Straße so rumlaufen. Als wär's nichts. Was hat das denn für eine Beleidigung? Du stinkst nach Furz, was? Okay. Ich glaube nicht, dass ich in irgendein anderes Gebiet hingehen kann, also gehen wir erstmal dem folgen. Was geht? Das ist sehr gruselig. Ja, ich hau ja ab. Also wissen die nicht, dass wir wissen, dass sie so aussehen, ne? Da muss ich ihn jetzt hin. Heiligenviertel. Adligenviertel? Adligenviertel. Ja, da ist doch Alicia, glaube ich. Guck mal, was da ist. Ich glaube, da kommen wir nicht vorbei. Was? Okay, da hat jemand diesen Fuchstypen gesehen. Das Monolith, hi. Großes Heiligtum der Heiligen Klinge. Heiligtümer, Segnungen und Helions. こんなに華やかなものなんだ。ミクリオ。さすがに同志伝承が残りましたね。それだけの気になる。カゴ領域を感じない。そういえば、イズチではジージの感を常に感じてたの。ジージが特別大きな力を持っているから、あれほどだったとしても、この街はとにかく汚れが強い。ちょっと気分が悪くなるくらいだ。大丈夫なのか、ミクリオ。まだね。正直。 長居するのは遠慮したくなってきて、想像してたより氷馬が美味しい。俺たちって本当無力だよな。氷馬の姿が見えてるってのに、おかしいけど、しょうがない。僕たちに浄化の力なんてないんだから、それに氷馬に疲れてる人間にも理由がある。横島な心につけいられてるさ、こんなに華やかな街なのにこれが普通なのかもな。人の街では。 Noch mehr AP. Kraftpunkte. Du kannst dich von einem K.O. erholen, indem du einen Trank des Lebens trinkst, den Kampf gewinnst. Wenn du stärker wirst, kannst du andere Möglichkeiten aufdecken, dich wiederzubeleben. Ja, Wiederbelebungszauber. Da haben wir wieder... Zwei haben wir. Ja, nicht warten. Noch zwei. Was du denn, na? Soll ich an einen Finger ziehen oder was? Ja, ich habe schon eins gefunden. Ich komme dir immer voraus. Das glaubst du aber nicht. Ich sehe die Sachen schon, bevor du mir sagst, dass sie da sind. Ja, so gut bin ich. Dann gehen wir mal zum Adligenviertel. Da soll ja Alicia gesehen worden sein. Was ich von irgendeiner Stimme hier gesehen, gehört habe. Ich habe gehört, dass ich sie gesehen habe, ja. So, und das kommt mir auch sehr bekannt vor. Aus anderen Teilen. Die Szenerie. Wer ist nochmal die Stadt in Xillia? Wo Rowan herkommt. Und Drizelle. Weiß jetzt nicht. Ihr wisst es aber bestimmt. Nee, fällt mir nicht ein. Egal. Hier da.
Bring auf jeden Fall ein Souvenir mit. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, kann ich dir Geschichten von meinen aufregenden Reisen erzählen. Ja. Also designmäßig sieht das echt aus wie Xillia. Aber die Städte und so, das erinnert so richtig so an den Vorgänger. Warte mal, da geht's weiter. Also gehen wir mal Stein. Und da scheint irgendwo, weiß nicht, entweder eine neue, ein neues Land zu sein, also weltkartenmäßig, oder Gebiet oder eine Dungeon. Dungeon sieht ja aber nicht so aus. Jemand kommt ohne ausdrückliche Genehmigung ins Schloss. Anordnung vom Butler. Bitte zieht euch zurück. Okay, dann ziehe ich mich zurück. Okay, Schloss daneben. Das hätte ich als 5., 6. getippt. Was wo? Ich rate, es kommt zum Kampf, oder? Okay. Oh nee. Ja, wir sollen wahrscheinlich dem Hund folgen, ne? Ich glaube, das ist der Typ von vorhin. Du hast recht, das ist das Helion, das Mason getötet hat. Ihm nach. Oder der. War eben schon Musik. Ich kann da nicht hoch, ehrlich. Okay, dann schnell. Das ist der Hund. Gehen wir einfach mal zurück. Bestimmt irgendwo hier. In dem Gebiet, in dem nächsten. Oder viele Leute sind. Ja, geblieben, Fuchsmann. Da ist er. Ah, ich dachte, er wäre runtergelaufen. Habe ich den Monolithen da schon? Verdammt. Fortgeschrittene Technik, du sollst darauf achten, dass dein SK-Level immer schön hoch bleibt. Außerdem dann, wenn es nicht angebracht ist. Wenn du glaubst, den Feind besiegen zu können, solltest du beim Angriff von alles geben. Blablabla. Bla, 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 bla. Wir haben jetzt keine Zeit, ehrlich gesagt. Wie konnte ich den übersehen? Nein. Nein, ich bin nicht bereit. Wir haben keine Heilgegenstände, wir sind sehr niedrig gelevelt. Wir werden sowas von drauf gehen. Okay. Wir haben letztes Mal auch nicht alles gegeben. Der wird sich doch wundern. Moment mal, vielleicht haben wir es doch. Aber dann geben wir noch mal alles. Immerhin haben wir einen Wasserseraph auf unserer Seite. Nur weil wir ihn einmal besiegt haben, dürfen wir jetzt nicht unachtsam werden. Es hat beim letzten Mal vielleicht nicht alles gegeben. Okay, verdammt. Er hat definitiv nicht alles gegeben. Oh Gott, das ist wenig HP, die ich abziehe. Aber solange es nur einer ist, scheint das ja nicht so schwer zu sein. Verdammt. Wird schon irgendwie klappen.
Oh Gott, das war knapp. Mann! Danke. Verdammt! Der hat so viel HP, ne? So einfach nicht. Kannst du dich mal ein bisschen bewegen, Kumpel? Ist in der Ecke ist zwar leicht zu bekämpfen, aber ist ein bisschen komisch. Oh, Entschuldigung, mit Leo. Einfach so ausgewichen gegen ihn. Aber der scheint immer noch nicht so Bock zu haben, gegen uns zu kämpfen. Mann. Nein, schaffen wir schon. Au. Mit Leo. Hilfe. Jetzt mich bitte. Hilfe. Das ist auch damit. Ich hab den schon alleine, keine Sorge. Okay, jetzt kannst du wieder angreifen. Ja, klar, der Kampf nicht so einfach wird, ne? Oh Gott. Seine Stimme und sein Aussehen. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Da sieht man echt, wie schwer das Spiel sein kann. Auf schwer. Damit den schnellen Ausweichen kriege ich noch nicht hin. So habe ich das Gefühl. Hilfe, Hilfe! Ich habe leider nichts anderes, um mich zu heilen, ne? Außer ein Apfelgummi. Ja, sehr gut gemacht. Oh, das reicht doch mal. Sehr gut. Weil der Kampf hat schon in sich gehabt. トリオ。違うんだ、トリオ。これは。オッケー。前たちは一体サンドウォンが黙る。ルナール、起きてを忘れたか。次はない。いいな。行け。アリーシャ姫暗殺の依頼は手違い。もう 我らが狙うことはない。信じろっていうのか。我らにも教授がある。振り向く。姫は何かと敵の多い。暗殺も姫の排除を狙った手段の一つにすぎない。我らへの詮索などの策を言うのはない。姫が気がかりなら政権の祭壇に急ぐ。なんでそんなことを教えるんだ。 Ich habe sowas von schon eine Ahnung, wer das sein könnte. Die ganzen Leute. Was ist das? 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 Was ist das?
アリーシャを狙ったのは手違いだったみたいだ。狐男はそいつらに連れて行かれた。それよりアリーシャに別の危険が迫ってるみたい。見たい見たいって。しょうがないだろう。とにかく聖剣の祭壇に急がなきゃ。 Okay. Neues Art erlernt, Levelaufstieg, sehr gut. Kenntnis zum Tiefel vertieft, Seelenkugel, Ausrüstungsfähigkeiten, AP um 1 erhöht, sehr gut. Gut. Will ich aber erstmal speichern gehen. Auch wenn ja viele Sterne wieder sind und wir viele Sachen gelernt haben, aber der Part ist schon lang genug. Bitte zieh mich nicht da rein, bitte zieh mich nicht da rein. Danke. Ich möchte erstmal speichern und den Part beenden. 31 Minuten, ja, das ist lang. Gut. Dann würde ich sagen, der Part ist hier zu Ende. War ja auch lang genug. Was wir arztmäßig und alles so gelernt haben, gucken wir beim nächsten Mal nach. Und ich sage dann Tschüss, bis zur nächsten Folge.